Ew, aber was soll's. Weiter geht's mit Bayonetta, Schmayonetta, Origins, Schmorigins. Sagt mal alle Hallo YouTube, damit die Leute auf YouTube auch wissen, dass sie nicht ganz alleine sind. Und, dann schauen wir mal, was wir noch so machen können. Ich glaube, von hier kamen wir, ne? Stimmt, die Tatzen zeigen in diese Richtung. Das heißt, hier müssen wir lang. Hey, Wolf Queenie. Hey, Ria. Hey, Winnenast. Hey, Ingrid. Ich hätte es gedacht, mit der Lampe kann man auch noch was machen, aber scheinbar nicht. Yes! Erstmal 1000 Sachen einsammeln. Warte, das war das hier. Voll cool. Kann ja jetzt auch. Er kann sie so kaputt machen. Das ist voll cool. Okay, okay, okay. Das finde ich nice. Nein. Ich habe mich noch nicht an die Steuerung gewöhnt. Die ist halt voll, also sie ist nicht kompliziert, aber sie ist halt einfach fordernd so. Es ist halt echt nicht so easy, so zwei Dudes auf einmal zu steuern. Daher, ich glaube, ich werde mich auch das ganze Spiel nicht dran gewöhnen. Mein Gehirn ist für sowas nicht gemacht. Das ist für Action-Games gemacht und für komplexe Kombos. Aber nicht für zwei Charaktere auf einmal. Aber hey, vielleicht bin ich smarter am Ende der ganzen Geschichte. Das kann ja auch sein. Oh mein Gott. Ey, das muss echt richtig funny sein, wenn du die linke von der rechten Hirnhälfte trennst und das Spiel dann einfach perfekt spielen kannst. Das wär schon ein bisschen cool. Warte mal. Das ist doch bestimmt so eine Geschichte, oder? Wie, voll cool. Flupp. mehr Lore. Das ist mega cool gemacht. Die ganze Zeit so neue Upgrades zu kriegen, ist schon ein bisschen super. Warte. So. Und nochmal. Sick, das funktioniert sogar. Ich glaube, ich muss kurz mal auf die andere Seite, oder?
Ah, okay, so funktioniert das. Dann checken wir noch gerade mal, was hier so ist. So. Tada! So. Ich finde, das Spiel ist mehr so ein Spin-off. Es ist fast sogar so gut. Nee, ich finde es sogar so gut wie ein Haupttitel. Und dann finde ich, das Spiel lohnt sich bis jetzt. Also ich würde nicht sagen, dass es tatsächlich so gut ist wie ein Haupttitel. Aber es ist ein echt gutes Spiel. Also ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut es ist. So, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel tatsächlich so viel Inhalt hat. Man so viel machen kann. Man so viel erkunden kann. Dass mich die Steuerung so wahnsinnig macht. Ah! Und, keine Ahnung, ich bin sehr erstaunt, wie dieses Spiel einfach ist. So, ich bin echt davon ausgegangen, dass es so ein kleines, vielleicht 4-5-stündiges 20-Euro-Ding ist. Aber nein, es ist halt echt ein richtig, richtig gutes Spiel. So. Die Maschine ist ja größer als ich. Ich frage mich, wofür sie die benutzen. Dann probieren wir es mal aus, oder? Nee, können wir gar nicht. Schade. Also man hat halt einfach hier stetige Progression. Du hast ständig irgendwas Neues. Du findest ständig irgendwie neue Herausforderungen. Wie du die beiden Charaktere gleichzeitig benutzen kannst. Du wirst halt ständig neu gefragt, mit deinem Gehirn umzugehen, in Wegen, wo du nicht mal wusstest, dass das möglich ist. Es ist halt schon ein bisschen cool, so. Ja, ist echt so. Die haben echt richtig, richtig viel Arbeit und Liebe in die ganze Geschichte reingesteckt. So, alleine der Artstyle ist ja schon voll cool. Ja, den finde ich, das ist halt der alleine. Der ist schon so gut gemacht. Ah, verdammt, jetzt bin ich ganz wegen nach unten gefallen. Ich dachte, da wäre noch irgendwas, aber anscheinend nicht. Oh nein! Prepare yourself! Prepare yourself! Hey, Kanna. Skate up. Also ich bin jetzt seit...
Ich schätze mal roundabout 6 Stunden dabei, 7. Und mir ist es circa bei der Hälfte. What is this? Was someone watching us? Oh no, das ist ja super gruselig. Okay, das wollte ich nicht. Junge. Los geht's. Also ja, ein paar Stunden werden hier definitiv noch drauf kommen. Also, man kann sich nicht beschweren, dass dieses Spiel zu kurz wäre. Am meisten gefällt mir Bayonetta 1 und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Cool. Hey Sabi, was geht ab? Genau, Seraisa ist Bayonettas richtiger Name. Bayonetta ist ja nur so ein Kosename, den sie sich gegeben hat, nachdem sie aus ihrer Amnesie aufwachte und nicht wusste, wer sie war. Kann es nicht empfehlen, wenn man eine Katze hat, einfach so Gesicht einfach voll rein ins Fell von denen, wenn die gerade Fellwechsel haben. Ich habe einfach überall noch Fell im Gesicht. Jetzt erstmal voll gut was ins Auge gekriegt. Uff. Aber Katzen sind so cute und so kuschelig und so weich. Es ist unmöglich, das nicht zu tun eigentlich. Ich kann auch nicht anders so. Ich bin halt, wenn ich meinen dicken Boy im Arm habe und er ist einfach so prime kuschelig, kann ich nicht anders als erstmal Gesicht wuscheln so. Aber damn, habe ich jetzt Fell im Gesicht. Tame Hunter, holy shit. Holy shit, danke für 20 Subs, Mann. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. Holy shit. Übelst cool. So eine Time Attack Challenge. Okay, das habe ich nicht. Oh Gott, das habe ich gar nicht gecheckt.
getting punished! Uff. Das ist bestimmt eine richtig ordentliche Time-Attack-Geschichte, aber yo. Gott. Ah, ich glaube, das wird nichts mit mir. Holy shit, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Mega, mega cool. Nee, warte. So. Warum ist das? Achso, das muss ich gedrückt halten wieder. Okay. Dieses Spiel braucht ganz dringend eine Minimap. Cool. Genau, wenn du das mit Joy-Cons spielst, kannst du das essentiell getrennt spielen oder halt im Koop. Ich wette, das macht es tatsächlich dann auch noch mal ein bisschen cooler. Aber ich glaube, das werde ich so schnell leider nicht herausfinden. Von daher. Von daher muss ich versuchen, das mit meinen eigenen zwei Gehirnhälften irgendwie zu managen. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht. Okay, hier muss ich auf jeden Fall von der anderen Seite kommen. Nice! Nicole, danke für den Euro. Und Bayonetta als Personality haben ist schon gut. Kann man nichts mit falsch machen. Perfekt. Sehr gut. Oh.
Okay, ich dachte, das würde funktionieren. Stellt sich heraus, eher nicht so. Sehr schön. Ich muss generell, glaube ich, echt mal rumlaufen und diese ganzen Perlen einsammeln, weil ich glaube, die zu haben, ist eigentlich ganz nice. Das Problem ist... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch zurück in die alten Areale komme. Das könnte sich jetzt schwierig gestalten. Und halt auch aufgrund der Tatsache, dass alles so mega arzi-fazi designt ist, ist das Umherlaufen und sich zurechtfinden halt gar nicht mal so einfach. Hey Kai. Hey, Tammy. Aber ich schätze mal, später im Spiel wird man hier auf jeden Fall irgendwie noch zurückkommen. Zumindest habe ich ja beim Zirkus. Nur beim Zirkuszelt, glaube ich, war so eine brennende Truhe, die du nicht aufbekommen hast. Das heißt, ich schätze mal, wir bekommen noch eine Wasserkraft und eine Feuerkraft. Noch am Anfang waren ja auch irgendwie so Dinger von wegen, dass irgendwie Stuff im Wasser war, wo du nicht lang konntest. Also ich gehe echt davon aus, dass wir noch so ein Quick-Travel-Ding bekommen werden. Hoffe ich zumindest. Woo, I'm flying. Das hier kam neu raus. Oh, ich habe vorhin auch Pommes gegessen. Pommes sind super. Oh, und die waren super lecker, vor allem. Die waren richtig gut. Das war voll nice. Sehr schön. Hey, Rosarium. Hey, this looks familiar. Okay.
So, hier kommen wir definitiv noch nicht lang. Ich werde das Resident Evil Remake spielen. Ich habe schon sehr viel Bock darauf. Have fun, little Silas. That voice. A familiar voice once again echoed through the trees. Ceresa looked in the voice's direction to see a strange wisp, buried deep in a cap. A wisp? So you're the one who talked to us back there. You know, I haven't introduced myself. My name is Ignis, the keeper of this forest. Good on you for taking care of that circus. I knew I was right about you. Something tells me that Ringmaster won't be enjoying his tobies anymore. A pity. He was an absolute brute. Play a bit part in someone else's show? No thanks. Knowing this voice belonged to a wisp put Ceresa infinitely more at ease. But Cheshire said not a word. He seemed to have no interest in the wisp at all. You said your name was Ignis, right? Ignis? You wouldn't happen to know where we can find the remaining elemental cores, would you? Of course. The next core is at the bottom of the lake. The bottom of the lake? Well, I suppose that's lucky. I was always better at sinking than swimming. The problem is coming back up again. No need to worry. Just drain the water. But you'll have to go over a towering tree in order to get there. To get to the bottom of a lake, you need to climb the tallest tree in the forest. Isn't that poetic? The tallest tree, huh? Something the matter? Nope! Not a thing! Clock towers, giant statues, yes! Witches love high places! Thanks for your help! You're very welcome. I know the secret pathways of this forest. I may be able to take you to somewhere you've been before. Oh, yeah. To guide you, just ask me anytime. Yes, nach sowas habe ich gesucht. Gratitude for taking care of those pesky fairies. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die Erzählerstimme die gleiche ist wie in, also, Essentia Bayonettas Stimme ist. Ich glaube aber nicht. Okay. Das ist noch nicht so wichtig. Das ist auch noch nicht so wichtig. Das ist cute. Das wäre auf jeden Fall echt pornös, wenn wir das hinkriegen. Ich glaube, darauf spare ich. Und da fehlt mir halt noch eins von diesen... Das ist eine Mondperle, ne? Ich glaube, das werde ich mal machen. Derweil erlerne ich einfach mal das hier. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Das ist cool.
Here, have some. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Okay, wie funktioniert das denn jetzt bei dir hier? Okay, das ist also die Weltkarte, wo wir überall hin können. Ich schätze mal, das füllt sich dann auch noch auf. Das ist cool. Okay, okay. Das finde ich funny. Okay, angenommen, ich möchte in dieses Gebiet. Okay. Wie praktisch. Ich habe gerade schon gesagt von wegen, oh, warte, hier war ja noch was. Man muss ja auch diesen Dudes irgendwie helfen. Aber voll gut, dann haben wir jetzt zwei davon. Das heißt, ich kann das eine Ding lernen, was ich lernen wollte. Was auch immer es nochmal war. Das hier, ne? Sick! Muss ich nur ganz viel Stuff wiederfinden, damit ich, das doch alles lernen kann jetzt. Ah, wie anstrengend. An Diablo 4 habe ich leider gar kein Interesse. Ich habe irgendwann mal so ein bisschen Diablo 3 gespielt. Und das war funny. Aber das hat mich halt so gar nicht gecatcht. Daher, Diablo 4 wird für mich kommen und gehen. Ich müsste ehrlich mal schauen, was rauskommt. Ich habe so gar keinen Überblick. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Resident Evil Remake rauskommt. Und das ist einigermaßen wichtig. Aber ansonsten habe ich nichts auf dem Plan, was irgendwie erscheint. Was jetzt so viel gebracht hat, darüber kann man auch streiten. Ha!
Das war schon mal cool. Da kommen wir nicht runter. Okay, schön, dass das einfach direkt kaputt ging. Finde ich gut. Okay, jetzt sind wir in dem alten Areal wieder, ne? Das heißt, wenn wir uns gut und klug anstellen, können wir tatsächlich da hinten noch zu der Mondfrucht, was auf jeden Fall auch richtig, richtig cool wäre. Weil das wahrscheinlich auch alles unter Wasser ist hier gerade. Und das ist so ein bisschen... nur so mäßig cool, schätze ich. Oder? Bin ich hier schon richtig? Ne, jetzt bin ich schon zu weit gelaufen. Okay, hier lang. Ah, und dann wahrscheinlich auf den Pilz hier drauf. Okay. Ich weiß, dass ich jetzt da drüber bin. Die Frage ist nur, wie komme ich da runter? Okay, da muss ich rum. Diese Maps sind alle so kompliziert gebaut. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh Mann. Irgendwie da rum. Aber wie? Wahrscheinlich dann da drauf. Okay, das macht Sinn. Cool. Sagte er und ging dann einfach schon mal irgendwo anders hin. Auf jeden Fall. Das Spiel ist echt hübsch, so. Kann ich nichts gegen sagen. Was aber wir auf jeden Fall noch machen werden würden, täten, ist, die Strange of Paradise DLCs spielen. Die sind extrem wichtig. Und mit Final Fantasy 2 anfangen. Das wird auf jeden Fall auch noch passieren. Okay, diese Blume ist stabiler, als ich dachte.
Ich habe extra so krass gegrindet in Stranger of Paradise, dass ich jetzt einfach Ausrüstungslevel 300 habe. Und du brauchst 200, um mit dem DLC anzufangen. Daher, der Boy war fleißig, so. Der Boy war fleißig, damit wir direkt ohne Probleme gut einsteigen können. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen getrickst, so. Ich hab ein bisschen getrickst. Ich habe nicht den Skill raushängen lassen. Junge! Hör auf, da runterzufallen. Was ist dein Damage, Mädchen? Ja, ich habe auch gesehen, dass es endlich auf Steam rauskommt. Nervt mich, weil ich es am liebsten auf dem Computer gespielt hätte. Aber was soll's? Jetzt ist halt, jetzt ist es, was es ist, so. Jetzt müssen wir damit leben. Nicht nur Schwertkämpfer mit Attribut blocken, Schwertkämpfer mit 400% Affinity und dann bist du einfach unverwundbar. Und das ist übelst praktisch. Oh mein Gott, ist das praktisch. Okay, jetzt haben wir sogar die eine Mondperle aufgenommen, die ich gar nicht aufnehmen wollte. Ich wollte eigentlich eine ganz andere haben. Da ist ja immer noch der Dude da oben. Wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hin so? Das ist halt auch absolut keine Hilfe, ne? Kann ich da irgendwie von oben reinfallen? Oder was ist der Deal? Das ist ja jetzt irgendwie hier nach unten kommen. Und dann kannst du da rein. Aber wo geht's hier nach unten? Tja, das ist ein Mysterium, schätze ich mal. Da kommen wir erst später hin. Ich habe ein bisschen gehofft, dass da vielleicht was kommt, aber irgendwie auch nicht. Und ja, warum sollte ich mich auch nicht darüber freuen? Ich habe voll viel Arbeit da reingesteckt. Und es wird hoffentlich voll cool, deswegen bin ich so voller Vorfreude, dass ich das endlich erleben kann. Die Früchte der Arbeit auskosten und so. Okay, wir müssen irgendwie auch nach da hinten hin. Ah, ich hab noch gesehen, dass da eine Krone rausguckte. Und war so, ach, das ist bestimmt voll okay.
Auf jeden Fall kann ich jetzt das eine Ding lernen, was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr praktisch wird. Warte, oh Gott. Das hätten wir, oder? Nee, das hätten wir noch nicht. Jetzt cool? Okay, jetzt ist cool. Warum endet das nicht? Uff. Oh, ich bin fast tot. Holy shit. Das sehe ich jetzt erst. Nice. Genau darauf habe ich gehofft, dass es passiert. Oh Mann. Ich verfolge Kingdom Hearts nicht mehr. Also ich warte halt jetzt so drauf, was an Spielen rauskommt. Und werde mir die dann antun. Weil die Spaß zu spielen machen, aber... Ich bin halt bei allem anderen raus, so.
noch eins. Und dann... Dann haben wir es. Hey Steven, was geht ab? Fump.